Wie wurde aus einem einfachen Ebay-Shop für Vintage-Klamotten das millionenschwere Fashion-Imperium Nasty Girl? Diese Frage beantwortet ab dem 21. April die neue Netflix-Serie Girlboss. Ich möchte das. Ich gebe Ihnen 8 Mücken. Auf dem Etikett steht 12. 9 Mücken? Dazu ein Geschäftstipp gratis. Deal. Nun, wie lautet denn dein Tipp? Das ist eine originale 1970 East-West-Kalbsleder-Motorradjacke und zwar perfekt erhalten. Lernen Sie, was Ihr Scheiß wert ist. Denn Sie wurden abgezockt. Worum geht's bei Ihrem Geschäft denn? Es gibt viele Leute, die das mit Häusern tun. Ich mache es mit Klamotten. Boom! Dollar, Dollar, Bills, y'all! Mann, wenn du kein HPV willst, würde ich die Beine lieber schließen. Das lauert überall, selbst in den Wänden. Ich kann mir total vorstellen, das für immer zu machen. Ich brauche keinen anderen Job mehr. Diese Schuhe sind lächerlich. Keine Ahnung wieso, aber ich hab dich gern. Bringst du ein paar Red Bull und Haftpflaster mit? Denn heute bumse ich dir dein... Deine Generation ist so abgefuckt. Geringe und kostenständige Nachfrage, hohe Gewinne? Es läuft. Traut dir eBay mal nicht mehr, hegen die einen Groll. Scheiße! Ich denke, das Beste für dich wäre ein Umzug zurück nach Hause. Da habe ich dich im Auge. Niemals. Ich verkaufe nicht irgendwelche Plüschtiere aus meinem Schlafzimmer. Ich gründe meine eigene Seite. Mag sein, dass es hinhaut, mag sein, dass es scheitert. Aber es ist meins. Was ist das? Ein Spendenmarathon-Thermometer, das genau aussieht wie ein Penis. Tja, gerade ist das Teil so zur Hälfte angeschwollen. Wir sind ausverkauft! OMFT. Sorry, ein Tippfehler. Ich meinte, oh my fucking God. Okay, nur zu. Unterschätzen Sie mich. Ich weiß jetzt total, wie alles läuft. Die Serie basiert auf dem Bestseller Hashtag Girlboss aus dem Jahr 2014 von Sophia Amoroso. Sophia Amoroso ist keine geringere als die Gründerin der millionenschweren Mode-Internetseite Nasty Girl, hierzulande unter anderem vergleichbar mit Zalando. Und in jungen Jahren deutete überhaupt nichts darauf hin, dass sie sozusagen hier diese Erfolgsgeschichte hinlegen sollte, denn sie war eher eine rebellische, antikapitalistisch geprägte junge Frau, die an ADS und auch an Depressionen litt, was dazu führte, dass sie in frühen Jahren auch die Schule abbrach, in den Tag hineinlebte und diverse Nebenjobs ausübte, bis sie schlussendlich entschied, von ihrer Heimatstadt Portland nach San Francisco zu ziehen, und zwar aufgrund dessen, weil sie dort ein Studium aufnehmen wollte, aber schnell wurde klar, dass sie aufgrund ihrer, ja, existenziellen Geldnot das Studium nicht mehr finanzieren konnte und auch die Krankenversicherung nicht zahlen konnte. Und aus dieser Not heraus beschloss sie sozusagen, sich ihrer Leidenschaft der Mode hinzugeben. Sie kaufte in Secondhand-Läden günstig Vintage-Klamotten ein und startete sozusagen ihren eigenen eBay-Shop und verkaufte diese dort für ein Vielfaches wieder des Einkaufspreises. Und damit hatte sie wahnsinnig als durchschlagenden Erfolg, bis eBay ihr schlussendlich das Konto sperrte aufgrund irgendeiner Formalie und sie dann kurzerhand entschloss, ihre eigene Mode-Internetseite zu gründen, auf der sie dann sozusagen diese Vintage-Klamotten dann nunmehr vertreiben wollte. Und das auch mit wahnsinnig großem Erfolg, denn bereits ein paar Jahre später war die Einnahme sozusagen dieses Mode-Internet-Labels lagte schon bei über 300 Millionen US-Dollar und 2014 auf der Höhe ihres Erfolges veröffentlichte sie dann sozusagen ihre Autobiografie, was so eine Mischung aus autobiografischen Inhalten und ja Unternehmensratgeber für Frauen, für Geschäftsfrauen darstellte. Mit wahnsinnig großem Erfolg, dieser Bestseller Hashtag Girlboss hat eine ganze Bewegung ausgelöst, unter anderem eine Podcast-Reihe. Sie wurde in verschiedene Fernsehshows eingeladen, es gibt eine andere Doku-Serie über sie und nun also sozusagen auch diese Netflix-Originalserie über ihr Leben.
2016 adelte sie das Forbes Magazine sogar als eine der reichsten Selfmade-Frauen in den USA mit einem geschätzten Privatvermögen von über 200 Millionen US-Dollar. Allerdings erhielt diese Erfolgsstory dann doch hinten raus einen erheblichen Dämpfer, denn im Jahr 2015 trat Sophia als Geschäftsführerin des Unternehmens zurück, und zwar infolge eines Skandals, der damals an die Öffentlichkeit in den USA schwappte. Mitarbeiterinnen von ihr wurden schlecht behandelt. Das gipfelte alles darin, dass herauskam, dass Mitarbeiterinnen, die schwanger wurden, aufgrund von fadenscheinigen Erklärungen gekündigt wurden. Und um Schaden abzuwenden von dem Unternehmen, nahm sie daraufhin den Hut als Geschäftsführerin. Und sie behielt aber trotzdem weiterhin die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen, was sich aber für ihr Privatvermögen dann negativ auszahlen sollte. Dann schlussendlich Ende 2016 verkündete die Nachfolgerin von ihr auf diesem Posten tatsächlich doch die Insolvenz des Unternehmens, sicherte zwar gleichzeitig den Fortbestand des Betriebs zu, aber das hatte natürlich erhebliche Auswirkungen auf den Wert des Unternehmens und damit natürlich auch negative Auswirkungen auf das Privatvermögen von Sophia Amoroso. Die Hauptrolle der Sophia Amoroso wird verkörpert durch Britt Robertson, unter anderem bekannt aus dem Mystery-Film A World Beyond aus dem Jahr 2015 an der Seite von George Clooney. Im Produzententeam gibt es ein weiteres bekanntes Gesicht neben Sophia Amoroso, und zwar handelt es sich dabei um keine geringere als Oscar-Preisträgerin Charlize Theron. Ich denke, unabhängig von dieser Netflix-Originalserie wird man noch viel von Sophia Amoroso in Zukunft hören. Man kann gespannt sein, was sie in den nächsten Jahren alles auf die Beine stellen wird. Aber ich bin jetzt erstmal wahnsinnig gespannt darauf zu erfahren, wie ihr diese neue Netflix-Originalserie findet. Also vom Look her, von dem Trailer, hat er euch überzeugt? Seid ihr gespannt auf diese Mischung aus Drama und Komödie, genannt Dramedy? Oder ist das eher nichts für euch? Schreibt es bitte unbedingt unten in die Kommentare, damit wir uns darüber austauschen können und ein wenig über diese neue Netflix-Originalserie reden können. Ich bin wahnsinnig gespannt auf den Start am 21. April, wenn alle 13 Episoden von der neuen Serie alle direkt zu bingen für uns zur Verfügung stehen werden. Ansonsten, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir bitte unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert natürlich auch unbedingt den Kanal Stream Wars. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, möge der Stream mit euch sein. Bis bald. A girl boss is strong, smart, resilient. You look like you need help. Nope, I'm good. I'm great. Opinionated, confident, feisty. I'm telling everyone I quit. I quit, okay? I quit. Not getting so caught up in say sorry. Get your twiggy little arms off my Chanel. Or apologize for who you are. Oh. It's okay to be an outsider and to want things that maybe are unpopular. Stupid part is you whining about how awful growing up is. I'm not whining. These are very carefully cultivated thoughts. Old school slap me. I think a girl boss means being the boss of your own life. I have good instincts and common sense coming out of my temper. It's just feeling like you are happy in your own skin and living the life that you want to live. The story, you find this girl in her early 20s and she's not like perfectly assembled in any way. She's kind of a mess. Everything okay? No, it is not, sir. She ultimately finds her passion. You know how people flip houses? Well, I flip clothes. Boom! Dollar bills, y'all.